Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ravenport. Ich spiele gerade ein bisschen mit dem Hündchen. Der sollte eigentlich den Ball holen. Macht er nicht. Macht er doch. Holt er den Ball? Der backt gerade nur weg. Macht er das jetzt? Aus irgendeinem Grund backt das hier. Naja, egal. Ich wollte aber mal eine Runde damit spielen. So. Laufe ich schneller als sonst? Kommt mir irgendwie so verdammt schnell gerade vor. Ich würde sagen, es ist 9:30. Wir müssen 8,5 Stunden schlafen. Das werden wir mal machen. Jedenfalls können wir nur 8 schlafen. Die schlafen wir auch mal. So, 5:30 sollte auch reichen. Aufs Sofa gegangen mit den dreckigen Stiefeln von gestern noch an. So, stressig hier in der Bude. So, jetzt haben wir's. Ja, wir haben beim letzten Mal Feld 1 fertig gemacht. Wir schauen jetzt mal eben auf die Felder. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir können hier jetzt auch weiter düngen. Da müssen wir Unkraut wieder mal entfernen. Alles klar. Das hat sich dann jetzt... das ist schon wieder erntereif. Ja, gut. Da sollten wir jetzt schleunigst düngen. Und da auch, glaube ich. Ne? War doch, ja genau. Und Unkraut entfernen. Gut. Dann haben wir wieder ordentlich was zu tun. Gehen wir die Arbeit an. Fangen wir an mit dem Düngen, würde ich sagen. Das können wir aber diesmal nicht mit dem Johnny machen, weil Reifen zu fett. Den parken wir mal eben um. So. Und, ja, sehr geil. Es gibt, was heißt gibt? Gab's ja schon lange die Keyboard Steer Map Steuerung. Und sehen wir da. Wir können da hinten gucken. Wir haben durch den Zufall, als ich den Paraderos vorbereitet habe für die Hopfach, haben wir herausgefunden, dass man einfach ja die ZIP-Datei mal entzippen sollte, also entpacken. Und da drin ist die eigentliche Mod, warum auch immer das ja so kompliziert gemacht wurde. Da war halt Bilder und Schriftkram und all so ein Schnickschnack war da mit drin, was keiner braucht. Und dann, wenn man das mal einfügt, dann passt das auch. Freue ich mich halt riesig drüber. Das mega geile ist halt, es ersetzt auch so ein bisschen die Getriebe-Add-on-Mod, weil man jetzt für jedes Fahrzeug sogar einstellen kann, ob es ein stufenloses Automatikgetriebe ist, wie es ja bei den meisten Traktoren der Fall ist, oder vielleicht sogar für LKWs ein Doppel-H. Mehr, ja, doch, eigentlich ist das ein 6x2, ist also entweder eine Doppel-H-Schaltung, wobei H schon fast übertrieben wäre, das wären eigentlich 8 Gänge. Aber halt 6 Gang mit Split-Schaltung wäre auch würde auch passen, so in etwa. Das kann man jetzt halt einstellen und das ist mega cool. So, wir hauen hier direkt den Dünger mal. Hier müssen wir gar nicht mehr düngen an der Stelle. Ne, wir müssen nur da vorne das Stück düngen. Na Mensch. So. Hier können wir direkt wieder runterfahren. Das hatten wir ja schon direkt nach dem Ansehen beim ersten Mal düngen gleich das zweite Mal mitgedüngt. Dann machen wir jetzt hier eben weiter. Dann oben auf Feld 1 einmal rüber. Feld 1 zupfen dann, zupfen wir dann am besten auch gleich das Unkraut mit raus. Dann haben wir da auch keine Sorge mehr, hoffentlich. Ich habe auch einen Striegel gefunden. Es gibt mittlerweile sogar eine neue Mod-Striegel. Ein 24-Meter-Striegel. Wo ich eigentlich sehr dazu neige, wir müssen mal gucken, was der kostet, mir den zu gönnen. Ich sitze ein bisschen sehr weit rechts, merke ich gerade. Ja, so. Damit wir halt einfach noch schneller sind mit dem Striegeln. Würde sich rentieren. Sollten wir das Geld
Also erst Geld sollten wir dafür haben. Ob wir es dafür jetzt ausgeben wollen, ist natürlich eine andere Frage. Das müssen wir mal gucken. Da haben wir auch noch ein paar weitere Mods. Zum Beispiel die Eierpaletten. Das sind Gitterboxen, also Paletten mit einem Gitterrahmenaufbau drauf. Die stellt man dann bei den Hühnern in den Träger rein, wo die Eierkartons erscheinen. Und dann füllt sich diese Palette automatisch, wenn ein Karton erscheint, automatisch füllt sich die Palette. Das ist noch mehr. Mit den Kartons, da gehen bis zu 7100 Liter, 7200 Liter rein. Und wenn die voll ist, ploppen die Kartons einfach so wieder auf. Bestehende Kartons, also die, die jetzt schon einzeln da waren, die gehen da leider nicht mit rein, aber alle, die nachträglich kommen, während diese Palette da steht, gehen da rein. Mega praktisch, dann hat man halt einen richtig dicken Batzen mit Eiern zur Verfügung. Das hört sich auch an. Ja, jedenfalls braucht man nicht mehr diese einzelnen Kartons durch die Gegend transportieren, sondern man hat eine Palette mit 7100, ich glaube, es sind 7100 Liter mit Eiern. Sehr praktisch. Was haben wir noch Neues? Gute Frage, nächste Frage. Ja, mir ist auch die Woche ja leider ein Fauxpas passiert. War das jetzt Dienstag oder war das Montag? Ich glaube, es war der Montag, wo keine Folge rauskam. Da habe ich wohl beim Upload irgendwie, ja, da habe ich mich ein bisschen im Datum verklickt. Tut mir sehr leid, dafür habe ich auch erst bemerkt, als ich jetzt mich kurz vor der Aufnahme hingesetzt habe. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Lässt sich jetzt leider nicht ändern. Ja, ich werde auf jeden Fall zusehen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Zumal es jetzt sowieso noch ein bisschen komplizierter wird. Wir haben mit dem Hauptfachprojekt angefangen. Material liegt vor. Ich muss das jetzt noch schneiden. Das werde ich im Anschluss schneiden, nachdem ich das hier geschnitten habe. Dann ballere ich das alles hoch und dann gucke ich mal, wie ich das time, dass wir das starten können. An und für sich spricht eigentlich nichts dagegen. Also wir haben jetzt Donnerstag, wo ihr die Folge seht, dass wir am Samstag schon damit anfangen, dass am Samstag die erste Bauprojektfolge kommt, am Sonntag die zweite, wobei das halt, ja, wobei das wäre halt eigentlich auch dann mehr oder weniger das Timing, glaube ich. Denn ich hatte ja gesagt, die beiden Projekte werden sich abwechseln, die beiden LS-Projekte. Und ich habe mir das so vorgestellt, montags, mittwochs, freitags, Ravenport, dienstags, donnerstags und samstags Hauptfach und sonntags beide Projekte, auch beide dann um 14 Uhr. Ich denke, dass das vielleicht eine ganz gute Lösung sein kann oder sein wird. Dann hat man 4 Folgen pro Projekt pro Woche. Denn wie gesagt, ich werde es einfach nicht hinbekommen, gehe ich ganz stark von aus. Nicht mit den anderen Sachen, die jetzt im Moment noch laufen, wo ich halt auch mega Bock drauf habe. Sprich, ETS und Forest soll ja auch anfangen. Haben wir auch noch nicht aufgenommen. Sind wir noch ein bisschen im Terminstruggle, wann wir denn da mal zu kommen. Sind wir aber auf jeden Fall auch beide, der Paraderos wird auch damit spielen. Sind wir halt beide auch sehr gehypt drauf. Wir haben beide richtig Bock, das zu zocken. Wir müssen nur gucken, wann wir das hinbekommen. Da er jetzt auch auf der Hauptfach mitmacht. Ja, das mal eben so vorweg. Also ich denke, dann werdet ihr Samstag die erste Hauptfachfolge sehen, Sonntag direkt die zweite. Dann kommt Montag wieder Ravenport, Dienstag Hauptfach die dritte Baufolge. Mittwoch wieder Ravenport, Donnerstag die erste richtige Spielefolge von der Hauptfach. Uhrzeittechnisch ändert sich da nichts, wie gesagt, das bleibt dann bei 14 Uhr. Und wir gucken dann einfach auch mal, wie es in der Zukunft aussieht, weil ich hab ja sonst auch immer beim LS17 war es ja noch so, ich habe immer halbe Stunden Folgen gemacht. Das war natürlich auch viel zeitaufwendiger, also klar, für eine Folge doppelt so lange aufnehmen.
Wir gucken aber mal, wie es in der Zukunft ist. Vielleicht schaffe ich es ja dennoch, auch 4 Projekte in der Woche laufen zu lassen. Vielleicht, ja, täglich wohl nicht. Ich denke, das Forest und Euro Truck Simulator, wobei auch da, wenn man da einmal, sagen wir mal, loslegt und spielt, dann spielt man 2, 3, 4 Stunden, weil man dann halt auch im Flow ist. Und wenn ich das auch weiterhin in eine Viertelstunde Folgen verpacke, wobei Forest würde ich sagen, dass ich das sogar in halbe Stunden Folgen mache. Bin ich mir aber auch noch nicht ganz sicher, weil es ja schon eigentlich da, ja, da geht die Zeit sehr schnell rum, glaube ich, weil man da viel sieht, viel erlebt. Es steht aber noch nicht so wirklich hundertprozentig fest, sage ich gleich mal vorweg. So, wir müssen da unten noch mal so einen kleinen Streifen am besten wegmachen. Das ist natürlich mal ätzend, auch wenn, dass man auch einfach nichts mehr sieht hier. So. Ja Mensch, dann haben wir die Folge schon fast rum und wir haben ehrlich gesagt, ach, das ist in einer Viertelstunde anderthalb Felder gedüngt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier so ultra langsam irgendwie läuft. Ich weiß gar nicht warum. Da bin ich jetzt nicht gerade langsam unterwegs. So, jetzt. Okay, damit kann ich leben. Gut, bringen wir den Düngestreuer weg, holen uns noch den Striegel. Wobei, vielleicht gucken wir mal, ob wir uns den neuen Striegel leisten. Vielleicht ist der sogar günstiger, weil oft ist ja, ne, dass eine Mod günstiger ist wie die Originalteile. Ja, und dann können wir hier schon wieder ernten. Das ist ja echt Wahnsinn eigentlich, ne? Hoppala. Das war so natürlich jetzt gerade nicht geplant, dass ich dagegen baller. Habe ich die Kurve nicht gekriegt. So, einmal absenken, abstellen. Und jetzt gucke ich mal eben in den Shop rein. Das interessiert mich nämlich mal, was der kostet. Pflanzenschutz Striegel. 55.000, hat aber 24 Meter. Das sind 12 Meter, 15 Meter, 24 Meter. Ist schon ein Monster, muss man ja mal sagen. Also eigentlich der große Bruder von dem. Und der ist jetzt auch nicht irgendwie nur einfach nur umgebaut. Ich habe extra geguckt und bin auch der Meinung, dass er tatsächlich auch so existiert. Was würden wir für den im Verkauf bekommen? Für unseren Striegel? Wie viel legen wir da jetzt quasi drauf? 25.000 legen wir drauf. Nicht ganz 25.000. Wenn wir den zum Shop bringen, kriegen wir noch ein bisschen mehr. Machen wir das? Machen wir das? Ich weiß es nicht. Ich meine, das sind 25.000. Dafür sind wir noch mal eine ganze Ecke schneller unterwegs beim Striegeln, ne? Und wir hätten tatsächlich auch mal einfach einen anderen Striegel. Komm, wir machen das. Wir fahren den zum Shop zurück. So, was soll's. Er ist schwer, merke ich gerade. Deswegen habe ich auch die Kurve nicht gekriegt, weil vorne voll abgehoben. Muss mal wieder ein bisschen langsamer fahren, anscheinend. Was ist hier geschwindigkeitstechnisch? Schaffen wir das noch? Ja. Ja, gut. Was wollen wir noch groß erzählen? Folge ist eigentlich vorbei. Ich fahre jetzt hier einfach mal der Sonne entgegen, dem schönen Sonnenaufgang. Beende dabei jetzt einfach mal die Folge. Nächste Folge treffen wir uns. Oder fangen wir am Shop an. Ich werde die paar Meter dahin jetzt gleich zurücklegen. Haben wir wieder ordentlich was geschafft. Anderthalb Felder gedüngt. Meine Fresse. Ist der blanke Wahnsinn. Irgendwie weiß ich nicht. Läuft nicht so richtig. Und irgendwie fährt es sich ganz komisch, merke ich gerade. Naja, was soll's. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet und zugeschaut habt.
wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst mir gerne ein Däumchen da, würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Reingehauen.